Hallo Marius mit wendlingsisu-training.de, heute die 243 von 365 mit einem Beitrag zum Thema Lauftechnik Aquajogging, dritter Teil der kleinen Aquajogging-Reihe. Fangen wir oben an, Kopf sollte gerade sein, dann die Arme sollten das typische Läufer-Dreieck darstellen, was ihr auch eigentlich hier sehen könnt. Der Ellenbogen wird hinter den Oberkörper zurückgeführt. Die Proportionen meines Piktogramms stimmen nicht so ganz, aber das ist egal. Aufrechter Oberkörper sollte eingenommen werden, also keine Oberkörpervorlage, da neigt man dazu, wenn man den Gürtel anhat. Man sollte aber auch nicht ins Hohlkreuz fallen und der Kniehub, der ist etwas höher als auf der Straße. Und wichtig, guckt euch nochmal das Piktogramm an, und zwar Fußspitzen bei dem Kniehub werden hochgezogen und eine sogenannte Plantarflexion durchgeführt, wenn der andere Fuß eben unten ist, damit man den Abdruck des Laufens auf der Straße in etwas simulieren kann und dass die Wadenmuskulatur gegen den Wasserwiderstand auch gekräftigt wird. Vermeidet eine zu große Monsterschritte zu machen, sondern versucht die Frequenz möglichst hoch zu halten, entsprechend der Tabelle von dem gestrigen Beitrag. Letztendlich eine ganz natürliche Bewegung. Ob ihr mit der Bewegung Distanz zurücklegt oder ob ihr auf der Stelle stehen bleibt, das hängt so ein bisschen von der Oberkörpervorlage ab, beziehungsweise auch wie ihr die Hände anstellt. Also wenn ihr die Hände handkantenartig wie einst Carl Lewis durchs Wasser führt, dann habt ihr natürlich wenig Widerstandsüberwindung und bleibt mehr oder weniger auf der Stelle.